Im ersten Teil, in dem ich erzählte, wie sich mein Kunstverständnis entwickelt und gefestigt hat, sprach ich unter anderem von der Uneinigkeit innerhalb der Kreise Kunst, Kunstbetrieb, Kunstmarkt und den Berühmtheiten, das heißt denjenigen, deren Namen auch den Menschen bekannt ist, die sich nicht eingehend damit Kunst beschäftigen. Diese Berühmtheiten und wie sie uns medial vermittelt werden, prägen unser Verständnis oder Unverständnis von Kunst, eigentlich von jeder Sache. Vielen kommt gar nicht in den Sinn, dass du, sie, jede und jeder von uns sich eigene Gedanken machen darf, sogar sollte, wenn es dich drängt, und du diese am besten noch einbringst in die gesellschaftliche Diskussion. Vielen ist darüber hinaus nicht bewusst, wie viele Menschen aktiv Kunst machen, die niemals auch nur im entferntesten Bekanntheit erfahren, geschweige Berühmtheit. Die Frage, was Kunst ist, beschäftigt sich zwar mit dem Wesen der Kunst, fördert aber so viele unterschiedliche mögliche Antworten zutage, dass schon die Frage allein der Kunst keinen Gefallen tut. Die Frage impliziert, dass es eindeutige Antworten gäbe, aber davon kann keine Rede sein. Bis ins 19. Jahrhundert waren handwerkliche Fähigkeiten unabdingbare Voraussetzungen, um Kunst zu schaffen, oder besser gesagt, Dinge zu schaffen, die als Kunst durchgingen. Danach wurde der Kunstbegriff zunehmend erweitert, entgrenzt, wie man auch sagt. Einer der größtmöglichen Gegensätze zu einem Riemenschneideraltar ist womöglich das 1917 entstandene Ready-Made Fountain, ein handelsübliches Urinal. Wer noch nicht davon gehört hat, du hast richtig gehört. Nun soll bitte niemand annehmen, dass mich das empören würde. Im Gegenteil, ich begrüße den erweiterten Kunstbegriff, weil die Erweiterung meinem eigenen Empfinden nahekommt. Und nicht nur, dass sowohl der Riemenschneideraltar als auch Ready-Mades heute quasi nebeneinander als Kunst gelten dürfen, nicht nur, dass Marcel Duchamp, dem dieses Ready-Made zugeschrieben wurde, damals einen Eklat auslöste. Nein, vielleicht dachte man nur lange, dass Duchamp die Idee hatte. Heute wird sie nämlich eher einer Freundin, Elsa von Freytag-Loringhoven, zugeschrieben. Es ist nicht nur uneindeutig, was Kunst ist, sondern es kann auch uneindeutig sein, von wem sie stammt. Man sollte ja meinen, dass sich zumindest Kunstexperten einig sind, dass Kunsterlebnisse ausnahmslos Wahrnehmungserlebnisse sind, weil sie eben an unserer Sinneswahrnehmung hängen. Aber so einfach machen es sich die Experten nicht, und das ist doch gut so. Einige sagen, dass die mit der Funktion zum Beispiel des Auges verbundenen Sinneswahrnehmungen nicht direkt verantwortlich sind für die ästhetischen Erlebnisse. Was gehört also zur Wahrnehmung? Viele Ästhetiker vertreten die Auffassung, dass bei ästhetischen Erlebnissen neben der Sinneswahrnehmung noch ein ästhetisches Gefühl als psychisches Phänomen hinzukommen muss. Dann wird noch diskutiert, ob sich ästhetische Gefühle qualitativ unterscheiden von anderen Gefühlen. Und wenn man ungefähr erspürt hat, was man selber dazu meint, geht es gleich weiter mit den Überlegungen. Nimmt man eher an, dass man diese Erlebnisse hat, weil das betrachtete Ding oder die erlebte Aktion eigene Eigenschaften hat? Oder geht man davon aus, dass der Charakter der ästhetischen Erfahrung mehr mit meiner subjektiven Wahrnehmung, meiner eigenen Einstellung zu tun hat? Und um noch genauer zu werden, kann diese Einstellung nun auch nochmal unterschieden werden.
in die Annahme, dass es nach Immanuel Kant ein interesseloses Wohlgefallen an einer Sache geben kann, man also eine psychische Distanz wahren kann, und das dann entgegen der Annahme, dass man bei der Betrachtung einer Kunstarbeit oder Beteiligung an einer Kunstaktion immer emotional beteiligt ist, gar nicht interesselos, nicht distanziert sein kann. So, und wenn man sich nirgendwo so richtig hingezogen fühlt, kann man mit ein paar Ästhetikern nun alles getrost wieder vergessen, weil diese nämlich der Ansicht sind, dass es kein generelles Konzept einer speziellen ästhetischen Einstellung geben kann. Und jetzt nochmal zurück zur Frage, ob ein betrachtetes Ding oder eine erlebte Aktion eigene Eigenschaften hat, weil das einen großen Unterschied macht. Wenn nämlich eigene Eigenschaften vorhanden sein sollten, dann wäre die Sache auf einmal beurteilbar. Und daran schließt sich die Frage nach dem Wahrheitsanspruch dieses dann möglichen Urteils an. Es streiten wieder Anhänger mindestens zweier Positionen, die des ästhetischen Realismus gegen die des ästhetischen Antirealismus. Die Realisten sagen, es gibt bewertbare Eigenschaften eines Kunstobjekts und die machen die Urteile sozusagen wahr, lassen sie wahr sein. Die Antirealisten sagen, dass es diese Eigenschaften nicht gibt und damit auch keine wahren Urteile. In der Interpretation unterscheiden sich die Antirealisten dann wieder in die Anhänger des Non-Kognitivismus, der sagt, dass das Werturteil kein echtes sei, sondern nur Ausdruck einer Meinung des Urteilsfällers, ähnlich einem Bravo-Ruf. Das gibt es natürlich dann auch im Negativen. Die Anhänger des Naturalismus, die sagen, dass Werturteile schon Urteile sind, die sich aber nur auf die natürlichen Eigenschaften des Gegenstands beziehen. Und die Anhänger des Subjektivismus, die zwar auch sagen, dass die Urteile solche sind, aber viel mehr mit dem Urteilsfeller zu tun haben als mit dem beurteilten Gegenstand. Und dann streitet man noch, welche Art von Gegenständen es überhaupt gibt und unterscheidet die Kunstgattungen und innerhalb nochmal nach materialistischen, mentalistischen und realistisch-platonischen Auffassungen. Ich reiße hier nur kurz die Begriffe an, jeder möge für sich tiefer einsteigen, wenn er oder sie mag. Eine Mehrheit der Kunsttheoretiker ist der Meinung, dass Werke der bildenden Kunst materielle Einzelgegenstände sind und vertritt damit die sogenannte Singularitätsthese. Anhänger argumentieren, dass zum Beispiel Bilder fälschbar sind, was literarische oder musikalische Werke nicht sind. Kritiker dieser Ansicht halten dagegen, dass es, wie zum Beispiel in der Architektur üblich, auch mal bloß Konzepte von Arbeiten geben kann, die aber als vollendetes Werk gelten. Und dann gibt es natürlich noch die Kopien, die eben als Kopien gelten und nie als Fälschungen, wie zum Beispiel bei Drucken. Und zu jeder Kunsttheorie gibt es Gegentheorien, ausnahmslos. Wir erinnern uns an die Holzschnitzerei vom Beginn, die kunsttheoretisch zur Darstellungstheorie zählt. Wenn man nun ausschließlich diese anhängt, dann gehen Urinale zum Beispiel gar nicht, die durch die Institutionstheorie erklärt werden. Die besagt, dass es nicht darum geht, lediglich etwas naturgetreu nachzustellen, darzustellen, sondern erklärt die Institution Kunstwelt zum Richter darüber, was dazugehören darf und was nicht. Das wird größtenteils dadurch attackiert, dass diese Urteile auf wackligen Beinen stehen. Wer gehört dazu und darf urteilen? Wann gilt die Aufnahme eines Kunstgegenstands in den Kanon als abgeschlossen? Ab wann darf man sagen, jetzt gehört er dazu und reicht es, wenn die Aufnahme nur schon durch eine einzige Person geschieht? Was ist mit allem, das die offizielle Kunstwelt nie zu Gesicht bekommt, um es zu beurteilen? Was ist mit allem, das nach einer Bekanntheitsspanne wieder in Vergessenheit gerät?
Die Ausdruckstheorie, der es genügt, dass ein Gegenstand etwas ausdrücken soll, um als Kunst durchzugehen, wird dadurch angegriffen, dass vieles etwas ausdrückt, das aber gar keine Kunst sein soll, und dass es durchaus Kunstwerke gibt, die nichts ausdrücken sollen. Und die formalistische Kunsttheorie stellt diesen Ausdruck, den Inhalt, so weit hinten an, dass sie durch alle Beispiele angegriffen wird, bei denen ästhetische Emotion gerade durch die gelungene Verbindung zwischen Form und Inhalt ausgelöst wird. Alle Theorien und ihre Kritiken haben ihren Platz in der offiziellen Kunstwelt, und obwohl ich nicht zu ihr gehöre, ja auch keinem Ausschlusssystem, egal welchem, angehören möchte, tendiere ich mit meinem Bauchgefühl und dem sprichwörtlichen, ich weiß nicht ob gesunden, aber doch Menschenverstand, zu der einen oder anderen Haltung. Ich sage mit denen, die das auch tun, ob offiziell oder inoffiziell, dass zur Wahrnehmung mehr als nur Augen, Nase und Ohren gehören, dass Urteile in der Kunst mehr mit dem Urteilenden als mit dem Gegenstand zu tun haben und ich mich daher zum Subjektivismus zurechnen müsste, wenn es einen Begriff bräuchte. Für mich sind die Kunsttheorien keine Gegensätze, sondern sie existieren nebeneinander, alle gleichzeitig. Und es gibt nichts, worüber man im sich ausdrücken, im miteinander kommunizieren streiten müsste, es sei denn für respektvollen Umgang miteinander. Jegliche Dogmen und Ausschlusssysteme haben immer welche, sind meines Erachtens besser aufzulösen, die Begriffe zu übersetzen in Sprache, die möglichst jeder versteht. Man muss der Oma erklären können, warum die Bilder des Enkels, der malt und dessen Bilder aussehen wie die von Leon Löwentraut, die er gar nicht kennt, die durch ihre Unverwechselbarkeit, Ausdruckskraft, Stärke und Farbigkeit genauso bestechen, wie es in der Kritik zu dem gehypten Jungspund heißt und trotzdem eher nie in New York, Basel, Singapur, London, Mallorca und St. Petersburg ausgestellt werden. Man muss ihr sagen, und zwar Angehörige der Kunstwelt müssten das tun, dass es mit den Bildern des Enkels an sich nichts zu tun hat, dass sich nichts weiter rechtfertigen muss, was vom offiziellen Kunstbetrieb geadelt ist und dass dieser Adel mit vielem Undurchschaubaren zu tun hat, wie viel Einfluss jemand oder seine Familie hat beispielsweise, wer wen kennt beispielsweise. Die Oma wird den Kopf schütteln und das tun viele Menschen, ich auch. Alles, was vermarktbar ist, wird vermarktet, das ist die Krux unserer Zeit. Und nochmal, um nicht missverstanden zu werden, ich missgönne niemandem den Erfolg innerhalb eines Systems. Aber wenn es ein System ist, das seine Ausschlusskriterien nicht auch schlüssig erklären kann, dann hat es sich meiner Meinung nach zu öffnen gegenüber allen bis dato Ausgeschlossenen. Deswegen habe ich in Teil 1 gesagt, dass ich mittlerweile dem Kunstsystem, wie es besteht, die Daseinsberechtigung abspreche. Wir haben gesehen, wie vielfältig Kunst ist, wie uneindeutig, was als Kunst gilt, wie uneindeutig oft, wer was geschaffen hat. Und wenn das geklärt wäre, bliebe noch die Frage, ob derjenige auch die Idee hatte, ob sozusagen der oder die Richtige als Urheberin gilt. Alleine schon bei der Frage der Ideen, bei der Frage, wie Neues in die Welt kommt, bei der hochphilosophischen Frage, ob es überhaupt wirklich Neues gibt, wie durchsichtig oder undurchsichtig Beeinflussung geschieht, die immer geschieht, ob von demjenigen, der eine Sache schafft oder von dem, der sie betrachtet. Wir haben gesehen, wie viele verschiedene Faktoren Bewertung beeinflussen können und dass zwischen offiziell und inoffiziell wegen all dem eigentlich nicht zu unterscheiden ist. Ich wünsche mir ein gemeinsames Infragestellen des Systems Kunst, das den Menschen in seiner Ursprünglichkeit wieder mehr in den Mittelpunkt stellt, zu der zwar Versorgtsein zählt, aber nicht grenzenlose Gier, zu der Gemeinschaft zählt und nicht der Abschottungswunsch. Ehrgeiz, bei dem der Mensch sich selbst fordert, seine Ansprüche hinterfragt und ihnen dann guten Gewissens gerecht werden will, muss nicht gleich ungesundem Egoismus sein, der Spezies Mensch gefährlich werden kann. Gesunde, notwendige Abgrenzung ist nicht gleich Abschottung. Auch wenn wir nicht alle gleich viel Zeit mit anderen brauchen oder die Bedürfnisse schwanken, sind wir doch Beziehungswesen. Und Beziehung gelingt nur mit aufrichtigem Respekt gegenüber der Idee, dass die Haltung des anderen genauso viel wert ist wie meine.
Und dann kann man in Verhandlung gehen, welche besser oder schlechter zum Zusammenleben geeignet ist. Eine grundsätzlich menschenverachtende Haltung fällt zum Beispiel schnell auf und wäre argumentativ schnell auszuhebeln, aber das nur am Rande. Eine andere Frage ist die Zugänglichkeit zu Argumenten, aber auch das nur am Rande. Ausschlusssysteme brauchen meines Erachtens einen Grund für ihre Existenz. Es gibt bestimmt welche, die gute Gründe haben. Dass der äußere Kreis Kunst, der Dachbegriff für jeglichen menschlichen Ausdruck, der die Gefühle und Gedanken jeglicher Erschaffer in irgendetwas jegliches andere übersetzt, von den innenliegenden Kreisen bekämpft oder negiert wird, ist eine Tatsache, für die mir noch niemand einen guten Grund nennen konnte. Alle Gründe, die vielleicht genannt wurden und werden, sind keine positiven im Sinne zu erklären, warum es gut so ist, sondern negative, die hinkende Vergleiche bemühen wie den mit der Medizin, bei der ja die Nicht-Akademiker auch nicht alle mitdiskutieren wollten. Das ist nicht nur ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich, sondern nur eine Sache ist überhaupt Obst, wenn man dabei bleiben möchte. Das System erklärt sich mit dem System. Das funktioniert nicht nach außen. Die Oma muss es verstehen, und zwar ohne Fachbegriffe zu kennen. Sie muss die Idee des Ausschlusses verstehen können, dann werde ich meine diesbezügliche Einstellung gerne noch einmal überdenken. Bis dahin halte ich den Kampf der inneren Kreise gegen den äußeren für mindestens fragwürdig.